Du trainierst sehr hart und sehr viel und bist aber danach sehr oft verspannt und weißt nicht, was du dagegen tun kannst. Vielleicht hast du schon mal dieses hier gesehen, das ist die sogenannte Faszienrolle, und hast dich aber gefragt, was genau kann man damit eigentlich machen, wofür ist es eigentlich gedacht und wie wendet man das Ganze an? Genau darum soll es heute in diesem Video gehen. Ich zeige dir alles, was du dazu wissen musst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen auf Boxinger, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, dein Ferhat, und mit dem heutigen Thema das Faszientraining. Zunächst einmal, was sind überhaupt Faszien? Du musst dir die Faszien so wie eine Art Netz über unsere Muskulatur vorstellen. Also du hast bestimmt schon mal ein rohes Stück Steak gesehen und hast dann dieses milchig-trübe Gewebe gesehen, also diese Haut, die ja um das eigentliche rote Fleisch liegt. Und genau so eine Art Haut haben wir auch in unserem menschlichen Körper. Also stell es dir einfach wie eine Art Netz vor, das die Muskulatur bei uns umgibt. Wie kommt es jetzt zu Verspannungen in diesen Fasziengeweben? Wenn du permanent am Trainieren bist und gar nichts aber dagegen tust, dann wirst du irgendwann merken, du wirst sehr verspannt sein, beispielsweise im Nacken. Es gibt so bestimmte Punkte im Nacken, wenn man da drauf drückt, dann ist das sehr schmerzhaft und dann merkst du auch gleich, oh, das zieht ja sogar bis zum Kopf und so, und da merkst du schon, dass das alles miteinander ein bisschen verknüpft ist. Und diese Verknotungen und Verspannungen gilt es jetzt zu lösen. Denn wenn du sie nicht löst, dann beeinträchtigt das auch in unserer Leistung. Was meine ich genau damit? Beispielsweise jetzt, um aufs Boxen wieder zurückzugehen, wenn wir permanent die Deckung so halten, dass wir aber auch den Nacken komplett verspannt halten, können wir keine explosiven, starken Hände bringen oder schnellen Hände bringen, weil wir einfach zu verkrampft sind. Oder wenn wir zu verkrampft sind im unteren Rücken, dann können wir beispielsweise nicht ordentlich genug tauchen oder nicht ordentlich genug pendeln, weil es einfach zu stark wehtut und zu verspannt ist. Und dadurch ist dann unsere Leistung halt beeinträchtigt. Eigentlich könnten wir besser uns bewegen, können es aber nicht, weil wir zu verspannt sind. Und diese Verspannung kann man jetzt auflösen, indem man die sogenannte Faszienrolle benutzt. Und wie das Ganze funktioniert und was du dabei beachten musst, das zeige ich dir jetzt. So, wir kommen jetzt dazu, dass ich dir zeige, wie das funktioniert. Du solltest wissen, jeden Bereich, den ich jetzt gleich ausrollen werde, mache ich immer eine Minute. Das ist so meine Richtlinie. Ich starte immer mit dem unteren Rücken. Das lege ich mir dann hier so übers Gesäß hin. Und danach rolle ich mich ganz langsam über der Wirbelsäule richtig auf und ab, den ganzen Rücken. Wichtig ist, dass du beachtest, dass du das schön langsam machst. Warum? Weil dadurch presst du dann schön die Muskulatur aus, also die Muskelfasern werden einzeln alle getroffen. Und wenn du jetzt sogar einen Punkt findest, wo es sehr unangenehm ist, sehr, sehr schmerzhaft ist, dann kannst du auch ruhig auf dem bleiben, so wie ich das jetzt gerade habe hier. Im unteren Rücken ist es der Fall zum Beispiel oftmals. Und da bleibst du mal richtig und kannst auch so ein bisschen Kreise machen, also oder auch nur leicht hin und her vibrieren. Das reicht auch schon aus. Das tut richtig weh. Und dadurch sorgst du dann dafür, dass dieser Punkt dann auch wirklich schön locker wird nach einer Zeit. Und dann rollst du wieder ein Stückchen weiter, guckst, wo es wieder so ganz viele schmerzhafte Punkte gibt. Und da bleibst du dann dementsprechend wieder drauf. Du könntest jetzt dich natürlich auch hier auf die linke Seite weiter verlagern. Dann hast du nur links. Oder auf die rechte Seite. Dann hast du auch nur rechts. Ne? Genau. Zum Nacken gehst du beispielsweise, dann gehst du weiter nach oben hier. Dann machst du schon so eine Art Brücke hier, hebst den Arsch ein bisschen nach oben. Und jetzt rollst du dich hier oben auf dem linken Teil von deinem Nacken. Das tut richtig gut, aber ist auch sehr schmerzhaft. Ne? Und da rollst du dich auch eine Minute auf der linken Seite, dann wechselst du rüber eine Minute auf der rechten Seite. Als nächstes gehe ich dann weiter zu dem Latissimus, der befindet sich hier seitlich, über unseren Rücken geht er und kommt leicht hier nach vorne unter die Achse, setzt er an, und hier musst du dann wirklich einmal komplett hinlegen hier, und dann beginnst du wirklich vom Ansatz bis zum Ursprung, ne? Gehst du richtig langsam und locker über die schmerzhaften Punkte, und der Latissimus ist wirklich, ich muss euch das sagen, da warne ich euch schon mal, das ist ein richtig schmerzhafter Punkt.
Da gibt es sehr, sehr viele schmerzhafte Punkte, also bei mir zumindest. Und ich glaube, auch bei euch wird es dann auch so sein. Da rollt ihr euch richtig ordentlich rüber. Wenn ihr einen Punkt habt, so wie bei mir jetzt, dann bleibt ihr wieder auf dem Punkt und dann könnt ihr euch zum Beispiel so ein bisschen vorne neigen, nach hinten neigen. Je nachdem, wie ihr das Gewicht verlagert, ist es wirklich sehr schmerzhaft. Aber du wirst dann merken, wenn du den Latissimus gelockert hast, dann wirst du es merken, wie frei du auch in der Schulter auf einmal bist, weil er setzt auch hier oben in der Innenseite von deinem Oberarmknochen an. Und wenn der verspannt ist, kann es auch oftmals dazu führen, dass du auch Schulterschmerzen hast. Und diese vermeidest du dann, indem du das dann ausrollst. Als nächstes ist unsere Po-Muskulatur dran. Die verwenden wir natürlich auch bei jeglicher Art von Bewegung, die wir beim Boxen abrufen. Und hier ist es auch natürlich wieder sehr, sehr schmerzhaft. Du rollst dich erstmal auf der linken Hälfte. Eine Minute. Kannst auch so ein bisschen wieder seitlicher liegen hier. Genau. Und wenn du das dann gemacht hast, eine Minute, gehst du weiter auf den Oberschenkel Vorderseite. Hast du auch wieder eine Minute. Und wichtig ist wirklich, dass du komplett von unten, also vom Knie aus anfängst bis zur Hüfte. Ne? Dass du richtig runter gehst und hoch gehst. Runter und hoch und wieder die schmerzhaften Stellen. Da gebe ich euch nochmal einen Bonustipp von mir. Wenn ihr eine richtig schmerzhafte Stelle gefunden habt, dann könnt ihr auch nochmal die Muskulatur in die Dehnung bringen. Und das macht ihr, indem ihr das Bein zum Beispiel hier langsam anhebt und das ist jetzt richtig schmerzhaft. Und dann wieder langsam nach vorne streckt und dann wieder langsam anhebt und wieder langsam durchstreckt das Bein. Und wirklich, ich merke jetzt schon, ich habe in letzter Zeit viel trainiert, aber muss sagen, ehrlicherweise habe ich das auch ein bisschen vernachlässigt und dafür habe ich jetzt die Strafe. Ja, und also je mehr das wehtut, desto mehr hast du es eigentlich nötig, das zu machen. So kannst du dir das auch merken. Als nächstes kommen wir zu der Wadenmuskulatur. Die ist auch sehr schmerzhaft. Beim Boxen gerade sind wir immer auf den Zehenspitzen unterwegs. Da haben wir immer unsere Wadenmuskulatur auf Spannung. Und die gilt es jetzt auch ein bisschen zu lockern. Und wieder hier wichtig, dass du von oben nach unten rollst. Und wenn du jetzt hier merkst, das ist hier nicht so, also du kannst nicht genug Druck aufbauen, dann kannst du auch gerne als Unterstützung das andere Bein über das Bein legen, was du gerade rollst. Und dann gibst du richtig Gewicht in das Ganze rein und das tut auch richtig weh. Und falls du dann wieder hier einen Punkt hast, dann kannst du das Bein dann auch wieder entweder nach links verlagern ein bisschen oder nach rechts, je nachdem. Und dann findest du auch wieder die verschiedenen schmerzhaften Punkte. Und dann habe ich noch eine Sache für euch und zwar ist das ja der Lacrosse-Ball. Der ist aus Hartgummi und der ist eigentlich sehr gut gedacht für die Füße. Das zeige ich euch jetzt einmal. Da rollt ihr euch auch auf jeden Fuß. Ne? Macht ihr auch die Fußsohle schön locker. Und das muss ich sagen, ist persönlich einer meiner Lieblings-Entspannungsübungen oder Lockerungsübungen, weil wirklich die Fußsohle ist jeden Tag unter Belastung. Ne? Und wenn ihr das einmal gelockert habt, dann wird es auch richtig schön frei. Ihr werdet ein sehr freies Gefühl haben im Fuß. Und ja, wieder schön Innenseite beispielsweise oder Außenseite. Und je nachdem, wie du es abkannst, gibst du dann hier wieder einen Druck mehr drauf oder nicht. Ich hoffe, du konntest mitkommen und du hast verstanden, wie wichtig das ist. Denn wenn du es zum Beispiel jetzt alles gelockert hast und die Muskulatur jetzt, die Verklebungen und die Verknotungen gelockert sind, gelöst sind, wird dadurch auch deine Muskulatur besser durchblutet. Ne? Das Blut kann besser durch die Muskelfasern gelangen. Und was bedeutet das wieder das Ganze? Wenn mehr Blut durchkommt, was ist im Blut drin? Die ganzen Nährstoffe. Und dadurch wird dann dein Muskel oder deine Muskulatur besser versorgt und wodurch du dann mehr Leistung abrufen kannst. Ne? Ganz klar. Und deswegen vernachlässige das Training nicht. Mach es auf jeden Fall, wenn du jetzt oft trainierst, mach es auf jeden Fall so, ich würde dir sagen, mindestens zweimal die Woche solltest du es machen. Ja, wir sind auch schon wieder am Ende des Videos angelangt und falls dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch dafür. Und wenn du keine weiteren Folgen mehr von dieser Art verpassen möchtest, über das Boxen und das Boxtraining allgemein, dann abonniere jetzt meinen Kanal und freue dich auf weitere Videos. Bis dahin, ciao.